Let's see how you do under pressure. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Wie produziert man eigentlich so ein Video hier? Und was gehört alles genau dazu? Genau das werdet ihr in diesem Video heute sehen. Ich zeige euch heute zwei Tage, wo ich unterwegs war und wo wir alles geklärt haben. Im zweiten Teil der Behind the Scenes. Nächste Woche Sonntag geht's weiter, denn da geht's dann zum richtigen Videodreh. Aber erstmal wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Ist so teilweise sehr emotional und chaotisch. Rein da. Yo Leute, willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video auf diesem Kanal. Stopp! Kannst du so einen Tsch machen, so 2016? Nein, das machen wir nicht. Wir sind gerade auf dem Weg, um ein Motorrad abzuholen. Und nicht irgendein Motorrad, sondern R1. Ein Nostalgie-Motorrad. Nein, die R1 wird es ja nicht. Welches Motorrad werdet ihr gleich sehen? Aber ich kann euch so viel sagen, ihr kennt es auf jeden Fall schon zu Genüge. Trotzdem hat das einfach was zu tun mit einem Videodreh, was in Zukunft stattfinden wird, was ihr aber jetzt schon gesehen habt, also das Hauptvideo zumindest. Ja, und dann fahren wir mit dem Motorrad erstmal zu mir nach Hause und dann muss das Motorrad noch irgendwie zu einer Tankstelle, dann am Drehort, aber das seht ihr wann anders. Und ich bin unter Zucker, deswegen kann ich vielleicht gerade keine so gute Antwort treffen. 500 Metern. Das ist Teil vom Lied. Teil vom Lied. Das ist Teil vom Lied. Achtung! Wie bitte? Achtung! Naja, auf jeden Fall sehen wir uns jetzt gleich wieder, wenn ich das Motorrad schon mit dem Besitzer alles abgeklärt habe und wir davor stehen. Bis gleich. Alles ist möglich. Guckt euch das wunderschöne Gerät an. Das ist mein erstes Motorrad. Also auch dieses Baujahr, das ist 2008, das Baujahr. Und genau das bin ich damals immer gefahren. Genau diese Maschine kennt ihr auch aus den damaligen Videos. Und genau diese Maschine werde ich jetzt erstmal nach Hause bringen. Das ist ein ganzes Stück. Das hier werde ich wahrscheinlich noch abmachen, damit es wirklich relativ identisch zu meiner ist. Der Auspuff ist jetzt nicht gleich. Die Sticker sind nicht gleich, die Hebel sind nicht gleich. Aber der Rest und die Scheibe auch nicht. Aber ist scheißegal, es soll nur so ein bisschen identisch sein. Wir fahren die jetzt erstmal nach Hause. Und das wird richtig schön. Ich werde einfach mein altes Motorrad jetzt wieder fahren. Die Referenz fürs Video ist halt auch perfekt. Ich habe mir das alles so ausgedacht und geplant. Und dass ich die jetzt so kriege, ist einfach wundervoll. Oh, ist das toll. Das ist genau das, was ich immer gesehen habe. Genau dieses Cockpit hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Das ist einfach meine alte 125er. Ist das kranke Scheiße. Mit der Maschine hat alles angefangen. Mit der Maschine bin ich damals gefahren, als ich wirklich so vollständig alleine war, in Anführungszeichen, sage ich mal. Als ich wirklich noch keine Freunde hatte, als ich noch nicht in der Motorradszene wirklich war, sondern halt einfach angefangen habe, Motorrad zu fahren. Und jetzt habe ich meine Maschine, ich habe Freunde gefunden, die einfach meinen Rücken stärken, die einfach bei mir sind, die Kraft und Liebe geben. Und das ist einfach toll. Und jetzt hier wieder drauf zu sitzen, obwohl ja diese ganze Veränderung in den letzten 2-3 Jahren stattgefunden hat, in meinem Leben oder auch charakterlich bei mir, ist einfach krank. Ist einfach wirklich ein krankes Gefühl, sage ich euch ehrlich. Und auch zu wissen, damals habe ich YouTube wirklich so einfach nur als Hobby gemacht, ne? Während meiner Ausbildung war YouTube so mein Fall, da habe ich YouTube gemacht. Heute ist YouTube mein Beruf. Ich mache das gerade Vollzeit, für alle, die es noch nicht wissen. Ich mache das Vollzeit. Und jetzt bringe ich einfach meine eigenen Merch raus. Einfach Kleidung von mir, also nicht von mir Design, von Designern Design, von mir die Grundidee erstellt, mit Bedeutung, mit etwas, wo ich hinterstehen kann. So, und das nach all der Zeit, nachdem ich damals hier drauf saß, mit 500 Abonnenten durch Berlin gefahren bin und einfach nur Spaß am Leben hatte, so wie ich es heute auch habe, aber halt mit viel weniger Reichweite. So, und heute stehe ich hier. Digga, ich glaube, wir sind, wenn das Video rauskommt, wahrscheinlich bei 60.000 Abonnenten auf YouTube, bei über 30.000 auf Instagram. Das ist einfach kranke Scheiße. Das ist einfach kranke Scheiße, wo sich das alles hinentwickelt, wirklich. Ist das krank? Ja, ich hab sie. Ich habe so lange nach dieser Maschine gesucht. Ich glaube, ich habe 2 Wochen nach dieser Maschine gesucht. Dann hat sich eine gemeldet, eine Dame, die diese Maschine hatte. Dann haben wir uns ausgemacht, dass ich sie bekomme halt für den Drehtag. Und dann hat sie sich aber gemault. Also sie ist in der Kurve weggerutscht. Gute Besserung da auch nochmal an dich auf jeden Fall. Und dann wusste ich gar nicht, was ich jetzt machen soll, weil diese Maschine gibt es in dem Baujahr 2008 für eine 125er. Gibt es halt auch einfach kaum noch, beziehungsweise gefühlt gar nicht mehr. Und dann habe ich nochmal, ich glaube, 5 Tage gesucht, bis sich der Junge hergemeldet hatte, von dem wir die hier bekommen haben, hier mal sein Instagram. Ja, und dann habe ich die doch noch bekommen. Ich habe erst gedacht, das funktioniert nicht, das wird nicht, niemals kriege ich die.
Aber ich hab sie jetzt. Und das ist perfekt für diesen Dreh und für dieses Video und für den Release. Ach, da steckt so viel Liebe drin. Ach, ich bin einfach so glücklich. Das ist so schön. Das ist so schön, das ist so schön. Das macht mich richtig glücklich. Ich würde sagen, ich bringe die Maschine jetzt erstmal nach Hause. Wir haben genug in Erinnerung geschwelgt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es daran geht, Scouting zu machen für den Spot, wo wir jetzt so wirklich drehen. Und wie wir das machen, das werdet ihr dann sehen. Heißt, für mich bis morgen, für euch bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Wir befinden uns jetzt am nächsten Tag. Ich habe mich hier mit Benito Abi getroffen. Den kennt ihr schon aus vergangenen Videos, glaube ich, ab und zu. Bist du Kontaktmann für die Produktionsfirma oder dann mit? Nee, das ist von dir und meinem Kumpel. Ja, von dir und deinem Kumpel, genau. Ja. Und darüber bin ich an die Produktionsfirma gekommen, die jetzt im Prinzip diesen Schalter dreht. Ja, auf jeden Fall fragen wir heute Tankstellen ab. Wir sind hier schon an der Legendentank. Ich will mal kurz einen Mitcheck. Und danach gehen wir mal rein und fragen mal den Chef, weil der ist heute da. Wir waren schon mal da. Und haben nachgefragt, haben da eine dicke Ablehnung bekommen. Dann habe ich gefragt, wann der Chef da ist, weil ich mit dem Chef reden will. Und dann hoffen wir, dass der Chef was anderes sagt. Wir waren jetzt gerade in der Tankstelle. Der Chef ist mies korrekt. Ich habe ihn noch nie vorher hier gesehen, aber der ist richtig cool. Das Problem ist, wir kriegen keine Drehgenehmigung, weil, oder wir mussten uns jetzt gerade an den großen Tower wenden, an die Pressestation von Total Energies, weil diese Tankstelle damals ProSieben erlaubt hat, hier zu drehen und dann ist so eine Raser-Reportage draus geworden, weil hier auch immer das Tuning-Treffen ist. Und deswegen gibt er die nicht mehr so einfach raus und wir sollten uns jetzt an die Pressestelle wenden. Haben jetzt so ein ewig langes Pressedokument ausgefüllt mit allen Informationen zum Dreh und hoffen mal, dass sie uns rechtzeitig antworten. Wenn die uns rechtzeitig geantwortet haben, werdet ihr es im Trailer-Video schon gesehen haben, weil dann haben wir hier gedreht. Das ist eine riesige Zeitblase. Wir fahren jetzt erstmal zu Kaufpark Eiche hier in der Nähe und fragen bei dem Parkhaus nach, ob wir da theoretisch einen Drehort kriegen als Plan B und Plan C und Plan D und was weiß ich. Falls wir da nichts kriegen, fahren wir zu allen anderen Tankstellen hier in der Umgebung und fragen einfach alles ab. Mann, das wäre halt so geil, wenn es die Tankstelle wird, weil bei der Tankstelle alles angefangen hat damals. Ja. Da war mein erstes richtiges Video mit Leuten, die ich kennengelernt habe. Das war hier auf der Tankstelle. Aber auch unsere nächste Option, und zwar das Parkhaus, war am Ende ein Schuss in den Ofen, denn die wollten einfach 1500 Euro dafür haben, dass wir dort einen Tag drehen dürften. Und natürlich war das für uns keine Option. Dann sind wir da erstmal wieder rausspaziert und haben uns zur nächstgelegenen Tankstelle auf den Weg gemacht und gehofft, dass wir vielleicht da mehr Glück haben. Hier links, da. Okay, okay. Weiß ich aber auch nicht, wie das hier nachts aussieht halt, ne? Das weiß ich nicht bei der Tankstelle. Aber die sieht ganz cool, clean aus eigentlich. Ich habe immer Angst, wenn die sehen, dass wir mit Motorrädern herkommen, wenn wir da rauflaufen, dass sie denken, wenn wir von Video reden, meinen wir so mit einer GoPro, so, weißt du, ich meine so richtig so. Ja, ja. So richtige Scheiße. Müssen wir den Helm absetzen hier? Ja, ja, ich setze Helm ab. Ja, müssen wir ja, müssen wir. Es wird nicht einfacher. Wir haben hier jetzt auch eine dicke Ablehnung kassiert. Wir haben tatsächlich von dieser Helm jetzt zu allergrößten Not den Pressekontakt bekommen, den man anrufen kann. Dann kann man denen einfach eine Mail schreiben und gut, ich glaube, dann kriegt man die Genehmigung auch noch rechtzeitig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt eine Tankstelle, in Bernau ist sie, also nicht weit weg von Berlin, da hat Luciano damals Mason gedreht, falls ihr ihn kennt. Mason, Magella. Und die haben wir gerade angerufen und die waren mies korrekt, also wirklich mies korrekt. Das Telefonat kann ich euch leider nicht zeigen, ich habe es auch nicht aufgenommen, aber die waren sehr korrekt und da meinten wir, ey, wir können in einer Stunde einfach persönlich vorbeikommen und dann quatschen wir vor Ort. Ja, das ist jetzt so fast vorbei. Wir fahren jetzt erstmal hin, müssen noch eine halbe Stunde fahren und gucken dann mal weiter. Mit Glück kriegen wir da eine Genehmigung und dann wäre erstmal alles in Sack und Tüten. Nach der vierten Tankstelle. Digga, das ist so krass, wie viel Aufwand so ein Trailer-Video ist. Also wir können los. Achso, ich muss noch Navi anmachen. Also ich keine Ahnung, ich mache das glaube ich auch anders als andere YouTuber. Andere YouTuber machen einfach irgendein Scheiß-Design und packen es einfach auf die Merch und veröffentlichen den. Aber ich habe jetzt eine Designentwicklung, glaube ich, 3 Monate, weil jeder Charakter individuell gezeichnet werden musste. Dann Kommunikation mit Vertriebler, ob überhaupt möglich. Dann Merch schicken, die haben mir Merch zugeschickt. Dann musste ich gucken, ob die Qualität entspricht, Anpassungen machen. Dann mussten die mir das zuschicken. Dann musste ich große Bestellungen machen für den Dreh, 15 Pullover. Jetzt müssen wir Drehort suchen. Ich muss den Kontakt mit Benito herstellen. Also mit dir, also dass es halt so über das Unternehmen funktioniert. Und. Das ist so krass, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Ich glaube, es lohnt sich. Dann kommen noch 10 Leute, kommen von überall aus Berlin, überall aus Berlin, alle meine Freunde im Prinzip aus Berlin irgendwo, kommen zu diesem Drehort von 18 bis 23 Uhr dann an einem Abend, damit wir da drehen können. Das ist auch so kranke Scheiße. 10 Leute nehmen sich dafür Zeit, so heftig. Aber die Hoodies sind doch geil, so, was denn? Wenn ihr noch keinen Hoodie davon habt, dann kauft euch jetzt einen, weil sonst hat sich der ganze Aufwand nicht gelohnt. Auf den Merch! Auf den Merch, geht alle auf den Link, wunderschöne Pullover, wunderschöne Pullover. Hallo? Hey, was ist denn das, eine 125er? Oh, ist eine 700er. Wie? Das ist eine 400er. Ja. Uff. Lieber nicht. Aber so ein Transporter ist auch cool.
Oh, was ist das so 125? Was ist das so 125? Haben die mich gerade gefragt. Wir sind dann eine halbe Stunde zu dieser Tankstelle gefahren und vor Ort hat uns direkt der Chef erwartet. Dann haben wir Hallo gesagt, haben kurz gequatscht, was unser Anliegen ist und warum. Und dann ging es in ein paar kleine Verhandlungen und wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, ist das am Ende die Tankstelle geworden, die wir als Drehort auswählen konnten. Natürlich nicht ideal, besser wäre die Legendentankstelle gewesen, aber das konnten wir in dem Moment halt nicht ändern. Außerdem war es ein sehr weiter Fahrweg für alle Parteien, die dorthin mussten, weil es halt einfach fernab von all unseren Wohnorten lag. Aber es war die einzige Tankstelle, die uns irgendwie nur ansatzweise zugesagt hat. Und umso froher war ich dann nach dem Handschlag, als es dann besiedelt war, dass wir diese Tankstelle nutzen können. Und damit endet auch hier das Video mit den ersten Vorbereitungen des Drehs. Den Dreh direkt seht ihr dann nächste Woche Sonntag hier auf dem Kanal und ja, dann hoffe ich, euch hat das kleine, aber feine Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Hey, no comparison. You anything but regular, it's evident. You my healer, you my medicine. You knew me before I knew me, you really been for me ever since.